So. Ausgeschaltet. Perfekto. So muss das. Puh, ich bin erster ja vom ganzen Schaden. Ja, wunderbar. Super mit Sahnehäubchen. Dann können wir jetzt. Ah ne, wir haben nur 43.000 Credits, das lohnt sich im Geschäft noch nicht. Das kostet uns immer 60.000 Credits. Aber jetzt kann ich auch meine Kräfte weiter ausbilden. Splittergranate. Wir brauchen unbedingt zwei Splittergranaten. Und erhöhten Schaden gegen Schilde oder gegen Panzerung. Oh, da weiß ich aber nicht genau, was ich nehmen soll, weil es ist beides gut. Wir nehmen. Panzerung. So, einen Punkt haben wir, können wir nicht verwenden. Und ich bin alleine. Juhu. Ich habe eine neue Waffe gekriegt. Ach ja, ich habe diese Pistole hier gekriegt, diese hier. Die will ich aber nicht verwenden. Wir bleiben bei unserem M55 Argus. Und wir sind alleine. Wir wurden allein gelassen. Gut, dann kann ich nochmal schnell die Lobby verlassen. Dann kann man mal gucken, wie viel Kampfbereitschaft wir mittlerweile schon haben. Und falls das Internet es jetzt noch zulässt, aber es ist ja schon halb sieben haben, normalerweise ist das Internet schon, oh, 91%, sehr schön. Normalerweise nicht zulässt, versuchen wir es trotzdem nochmal und gucken. Ich werde jetzt einfach die Runde starten. Ich könnte jetzt auch nochmal gucken, nein, hier war das nicht. Hier war das auch nicht. Mist ich aber auch. Wir könnten auch einen anderen hier, wir könnten. Kroganer-Krieger wäre noch ziemlich geil. Batterianer habe ich noch nicht freigeschaltet. In 7 Destroyer habe ich noch nicht. Oh nein, da ist jemand mit Dings aktivierter Voice drin. Da mache ich jetzt erstmal folgendes. Ich kann ihn nicht muten. Sound. Sprechtaste. Okay, kann ich nicht machen. Schade, schade, Schokolade. Gut, aber wir sind wieder drei Leute, das heißt, wir können auf breit gehen. Und weitermachen. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Alle sind bereit. Es ist gut, dass wir so schnell wieder ein Team finden, ne? Hab ich selten, muss ich schon sagen. Ah, ja. Und die Map, ja, die ist ganz cool. Und diese Ressourcen wollen wir natürlich beanspruchen für uns. Ist ja ganz klar. Und jetzt haben wir wieder 5 Granaten. Das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Ach ja. Peinlich wäre es jetzt wirklich, wenn ich auch noch irgendwie Voice anhätte und die ganze Zeit mit den Leuten rede. Das wäre mir ein bisschen peinlich. Aber nur ein bisschen. Ich meine, gut, ich streame. Da bringt man halt Commentary. Das muss halt so sein. Ich habe einfach mal. Ich habe nicht Voice an. Und wenn doch, dann hätten die Leute sich schon irgendwie über Chat geäußert, dass ich aufhören sollte. Verdammt nochmal, so von wegen, halt deine Fresse und so. Shut up. Please mute yourself. Ja. Feind. So. Aber. Moment, haben wir eben gerade schon die erste Runde geschafft? Interessant. Sehr interessant. Ey, ey, geht doch. Aber ich glaube, dass sich noch niemand beschwert hat. Ein Krogana. Es ist immer ein Krogana dabei. Cool. Ich mag Krogana. Krogana sind awesome. Die haben einen sehr trockenen Humor und das gefällt mir denen. Der Feind sammelt sich. Aktivieren. Uah. Und ich laufe erstmal gleich wieder in eine Gruppe von Geht rein und sterbe. Das lasse ich mir aber nicht gefallen, das lasse ich mir ganz bestimmt nicht gefallen. So, wie gesagt, ich lasse es mir nicht gefallen. Und dann sind wir zum Glück wieder im Team und können die Leute hier unterstützen. Nase kratzen, Granate werfen, voll übers Ziel hinaus werfen und sich wundern, warum man niemanden tötet damit. Gut. Diversen Punkte, heute haben wir auch schon mal abgearbeitet. Diversen Fails.
aufhören. Ja, nur weil ich dich abschieße. Ja, tut mir ja leid. Du standest aber ein bisschen im Weg. Granaten. Nein, er hat mir meine Granaten. Nein, doch, es waren noch Granaten da. Sehr schön. Läufst du zurück oder laufe ich zurück? Ah, ne, der eine Typ kümmert sich schon drum. Gut, da muss ich nicht zurücklaufen. Ja, mit zwei Leuten ist es ein bisschen langsamer hochzuladen oder die Drohne erst zu eskortieren. Oh mein Gott. Lieber erstmal den Freunden. Lieber erstmal den Freunden helfen, als die Drohne machen. Das kann ich schon gut verstehen. Das sollte normalerweise immer so sein. Dass das Freundesleben erstmal an erster Stelle in dem Spiel steht. Wenn eine wesentlich höhere Chancen gegen die Feinde hat. So, den habe ich umgekloppt. Machen wir wieder ein bisschen Nahkampf-Action. Ich brauche ja immer noch meine 15. Ich habe nie mitgezählt. 15 Nahkampf-Kills, so ungefähr. Pi mal Daumen. Sagen wir mal ja. Zählen wir einfach jetzt mal von 15 runter. Und freuen uns, wenn wir weniger brauchen. Nein, ich hatte die gerade so schön. So schön abschießen können. Und dann wirfst du da einfach eine Bogengranate hin. Ah, Team. Komm mir zur Hilfe. Naja. Ich krieg keine Nahkampfkills. So. 14. 14 brauchen wir noch. Uiuiui. Ui, ui. Und noch ein einziger Feind. Okay, okay. Ah, dann sammeln wir erstmal wieder eine Granate ein. Zack, meine Granate. Wo kommen die Feinde diesmal? Ich sehe sie schon da hinten irgendwo. Wieder komplett falsch. Damit. Daneben geworfen. Daneben geworfen. Und Nahkampf. Nein! Komm schon! Geht doch! Ah, 10 Stück brauchen wir noch! 10 Stück! Wunderbar! Wunderbar! Und dann habe ich das Archivment auch endlich gemacht. Seit Ewigkeiten. Ich mache ja sonst so selten Nahkämpfe. Also von daher. Gar nicht mal so übel, dass ich es jetzt endlich geschafft habe. Und ich werde dann auch mal langsam versuchen, als Techniker für Überlast zu spielen, damit ich auch mal meine 100 Überlasten schaffe. Also 100 Schilde mit Überlast zerstören. Das ist dann das nächste Ziel, was ich schaffen möchte. Das mochte ich voll schaffen. Ich dachte gerade, ich wäre ein Feind. So, da deaktivieren wir das schnell mal. Ich hoffe mal, ein anderes Teammitglied ist jetzt in der Nähe, wo das neue spawnt. Wenn wir dies möglichst schnell schaffen. Nein, die hängen alle bei mir rum. Aber dafür ist das Störsignal wieder in meiner Nähe. Also schnell zum Störsignal deaktivieren. Schnell! Dramatische Musik! Wenigstens kann man sich so schön drehen, ne? So. So, dritte. Wo ist das dritte Gerät? Ist es rechts? Ist es links? Ist es geradeaus? Gut, da kommen wir ein bisschen rüber, wenn wir hier die Leiter hochgehen. Zack. Ja, ja, ja. Man wird noch voll daneben geschossen. Hat er verdient. So, hier ist das nächste Ding. Deaktivieren. Fuck. Gut, er wurde schon geholfen. Sehr schön. Das nenne ich mal Teamwork. So und nicht anders muss das Teamwork sein. Dass man sich, auch wenn man nicht miteinander sich nicht miteinander unterhält. Ja, komm schon. 8 Nahkämpfkills brauchen wir noch. 8 Stück. Dann habe ich das Archivment. Dafür habe ich den Tod gerade in Kauf genommen. Oder waren es 9 Stück? 8 oder 9 Stück brauche ich noch. Wo sind denn die restlichen von den Viechern? Granaten brauche ich nicht. Ich habe noch volle Granaten. Erstmal schön gegen die Deckung laufen. Warum denn auch nicht? Hallo, lieber Herr Geht, wo bist du denn? Ist hier, wo sonst so selten jemand langläuft. Und er ist auch schon tot. Okay, 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 okay. Ach ja. Schönes Level. Na, spawnen sie jetzt da oder spawnen sie hier links? Ich sag mal, die spawnen da links. Nö. Da sind sie gespawnt.
Uah, Flammenwerfer. Ob der mir was anhaben könnte. So, dann kloppen wir ihn. Oh nein, da ist ja noch ein Geht. Verdammt! Habe ich gar nicht gesehen. Ich dachte, ich könnte ihn jetzt für den Stun locken. Und dann umhauen. So, Leertaste spam. Los, los, los. Wenn mich jetzt gleich keiner wiederbelebt, dann muss ich Medigel benutzen. Mich scheint so, als würde mich keiner wieder. Ah, verdammt. Ja gut, der Geht hätte mich sowieso umgekloppt. Dann wäre ich dauerhaft tot gewesen. Das wollte ich auch nicht. Und dann ein Kommandante. Hey, Kommandante. Granate. Granate. Und tot. Hä? Wer schießt mich ab? Oh, und runter geschafft. Wunderschön. Jetzt brauche ich wieder ein paar Granaten. Ich habe noch eine. Ich gab es doch bestimmt irgendwo. Da, aufmunitionieren. 5 Stück. Perfekt. Granate einfach mal reinwerfen. Dreier-Kill-Folge. Aua. Von hinten? Er hat mich dann einfach von hinten abgeschossen. Keine Feinde. Hallo? Ist denn irgendjemand hier zu Hause? Feinde? Wo seid ihr denn? Oh. Keine Feinde da. Ich bin wahrscheinlich genau jetzt... Ah, das... Ne, das ist kein Kommandant. Das ist nur ein normaler Raketenschütze. Dafür lohnt sich kein Raketenwerfeinsatz. So, eine Granate kann ich wieder aufnehmen. Munitionskiste lag hier doch irgendwo. Wo lag die Munitionskiste? Munitionskiste? Hä? Ja, wo bist du? Nicht hier jedenfalls. Hm. Flammenwerfer ausgeschaltet. So muss das laufen. So. Ach, perfekt. Das ist schön Konter gemacht. Jetzt kann ich... Ich wollte ihn eigentlich nur einen kleinen Angriff machen. So, jetzt bräuchten wir noch 7er Kampfgills. Wenn ich mich nicht verrechnet... Wenn ich nicht vergessen habe, einen mitzuzählen. So. 6 Stück noch. Da vorne ist ein Geht-Kommandant. Oh. Hey, na? Wie geht's so? Lang nicht gesehen. So. 5 noch. Oh ja, es läuft, es läuft, es läuft. Wo ist denn hier der Geht-Kommandant? Oder haben sie den schon down geprügelt? Ich glaube, den haben sie schon down geprügelt. Ja, der Kommandant scheint schon kaputt zu sein. Gut. Soll ich mich nicht beschweren drüber? Ist er halt schon weg. Na, wo ist er? Der Feind war da. Welle 8? Welle 9? Welle 9. Hä? Komm, Welle 9. 9. 10. Ja. Besser. Oh. So, dann schmeißen wir denen erstmal ein paar Granaten entgegen. Oh Gott. Das spawnen dann ein paar. Ah. Wenn die Raketen abschießen, dann zerstört man sie auch. Gott, sind das viele. Ich glaube, dafür kann ich dann auch ruhig mal Raketen... Verdammt. Nein, das war ein totaler Fehler, dafür einen Raketenwerferschuss zu verschwenden. Ich dachte, ich erwische damit alle 5 oder so. Dann hätte es sich gelohnt, aber so... Huch, da will die Drohne hin. Da sind ja gerade rechtlich viele gespawnt. Puh, und jetzt sind sie alle tot. Tja. Maximalgeschwindigkeit. Maximum Speed. Maximum Power. Der hat mir die Granaten geklaut. Nein. Elektroschock-Button? Schock mich nicht. So. Eskortieren wir mal hierher. Da sitzt ein Raketenschütze. Rakete ist mal schön abgeschossen. Wie es im Lehrbuch steht. Wie es im Lehrbuch steht. So, 4 Granaten. Au. Au, 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 au. Viele, viele Gegner. Viele Gegner. Reds, please. Danke. Dankeschön. Das ist nett. Das sind echt tolle Teamkameraden. Wenn ich doch immer so ein schönes Team hätte, die einen immer helfen. Das wäre total toll. Aber leider passiert das nicht immer. So, wir werden jetzt bestimmt ein paar... Ah, den kann ich wunderbar jetzt down prügeln. Nahkampfkill. Ich brauch nur noch einen... Oh, oh, nein, den gehe ich nicht im Nahkampf. Den gehe ich nicht im Nahkampf. Bam, der explodiert da. Das finde ich schön an den... Der explodiert auch gleich. Ah, komm ran. Na los, komm ran. Hätte er nicht geschafft. Das hätte er eh nicht geschafft. Oh, auch noch ein Kill.
Flammenwerfer, kein Raketenwertschutz. Ja, komm. Ich tue dir auch nichts, versprochen. Und das Schöne ist, ich krieg den Kill dafür. Fürs einmal anschießen. Oh, oh. Kommandante, ey, Kommandante. Ich spiele zu risky. Hi, Starbucks. Na, willkommen in meinem kleinen Stream. Ui, 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 ah. Na, komm schon. Bam. Ich liebe es, wenn das Event hier das tun. Das ist so eine kleine Genugtuung. Ja, wenn die einfach so durch Deckung durchschießen können, einfach die Deckung ignorieren können, dann haben sie es auch verdient, zu explodieren. Als Sterbeanimation. So, der wird auch gleich explodieren. Den muss ich mir nicht holen. Oh, okay, der wurde schon down gehauen. Oh. Jäger! Hunter! Nein, wir sind hier nicht bei Left 4 Dead. Tut mir leid. Okay, der ist auch tot. Ah ja, selten wieder so ein gutes Team gehabt. So, dann den da. Ah. Wenn ich bloß wieder mein anderes Gewehr hätte, dann würden wir uns sogar noch mehr rocken. Aber so, naja, ich will mich ja nicht beschweren, ich will meine 140.000 Schadenspunkte mit dem Gewehr vollkriegen. Also wird das jetzt erstmal eine Zeit lang benutzt. So. Hey, und hey, Redfield. Ich geier so auf Nahkampf, weil ich das Archivment noch brauche. Noch den 100 Nahkampf-Kills. Die Brutalo-Archivment. Da fehlen mir jetzt irgendwie noch 3 Stück oder so. Und da ich so relativ selten oder es immer wieder vergesse, in den Nahkampf zu gehen, muss ich es jetzt halt gezielt machen. Weil sonst vergesse ich es. Das ist ziemlich uncool. Boah, 70.000 Punkte hat er eben gerade gemacht. Krasser Typ. Was für eine Waffe habe ich denn gekriegt? So nur die. Nö, die brauche ich nicht. Ich will, dass mein Schuss sich relativ schnell auflädt. Schaden. Verringert Gewicht. Waffenschaden ist immer gut. Schau. Wir haben 60.000 Credits. Das heißt, wir können eine Box unboxen. Wir machen jetzt ein kleines Unboxing-Video. Lade schneller. Lade schneller. Mein Team wartet auf mich. So, was haben wir denn alles Schönes drin? Thermomagazine, ja. Laufbeschleuniger, auch ein Weg, ne? Ja, Stabilisierung, ja, ja. Gate-Scanner. Für Bronze lohnt sich noch keine. Also, wenn man eine Bronze. Nein, nicht Lobby verlassen. Wenn man Bronze-Herausforderungen macht, lohnt es sich nicht wirklich, Einwegsachen zu benutzen. Das kommt dann später bei Silber und so weiter. Aber da wir hier sowieso nur farmen. Ich setze mich mal auf bereit. Da wir hier sowieso nur die Bereitschaft der Galaxie farmen, ist das noch ganz gut. Oh, der hat ein cooles Bild. Da lohnt sich das noch. Jetzt habe ich vergessen, wie viele Bereitschaftspunkte wir kriegen für eine Runde. Wir hatten eben gerade 91% schon. Ich vermute mal 2, dann sind wir jetzt bei 93. Ja, fehlen noch 7%. Das kann noch ein bisschen dauern. Mal gucken, ob mein Internet vorher abspackt oder nicht. Kabel Deutschland. Pünktlich eigentlich ab 19 Uhr. Kann ich schon mal so sagen. Los, geh auf bereit. Geh auf bereit, Ferris mit. Mit deinem N7 Fury Experte. Oder Evil Nevil. Evil Knievel. Ja, mindestens 3 Stück brauchen wir. Ja. Die Runde startet trotzdem. Wunderbar, wunderbar. Ladebildschirm. So, oh ja, die Map ist auch cool. Die gefällt mir auch sehr gut. Und ein Volus, oh mein Gott, wir haben einen Volus dabei. Die sieht man auch recht selten. Die Darth Vader Verschnitte. Mit ihrem Standard-Asthma-Sprüchen. Oder Standard-Asthma-Verhalten. Ja, N1 und wir kriegen Cerberus oder geht? Nein, wir hatten die Reaper schon lange nicht mehr. Es müssen jetzt die Reaper sein. Ja, ich bin gut. Wir kriegen die Reaper natürlich. So, komm schon. Nein, du bleibst liegen. Bleib liegen! Bleib liegen! Zack. Ein weiterer Nahkampfkill für die Strichliste. Jetzt müssen wir noch so 3, 4. Ich habe schon wieder nicht mitgezählt. Marodeure! Ei! Schmeißen wir erstmal wieder eine Granate rein. Schmeißen wir noch eine Granate rein. Oh ja, der hat noch so wenig Leben. Nein!
Nein, er wurde mir weggenommen. Verdammt. Meine Teammitglieder sind gemein. Nur weil sich das Team geändert hat. Die mobben mich jetzt. Die wollen nicht, dass ich Nahkampf-Kills kriege. Och, hier bin ich ja genau richtig. Nicht rollen. So, gut. Dann beschützen wir den hier mal ein bisschen. Es sind ja bestimmt genug Feinde, versuchen hier hochzukommen. Zumindest da. Ja. Ja, okay. Wo ist das zweite? Ach, wo kommst du denn her? Zack, pick, pack, puff. Und weg ist er. Zwei Stück noch. Ich gehe einfach mal davon aus, dass wir eben gerade nur drei brauchten. Also sage ich mal zwei. Elektronische Stimmen. So, den kloppen wir mal um. Kloppen wir nochmal auf den ein. Zack. Ja, ha, perfekt. Brutal, Archivement Get. Endlich, jetzt muss ich auch nicht mehr in den Nahkampf gehen. Obwohl ich mich jetzt ja schon ein bisschen dran gewöhnt habe. Aber Nahkampf ist riskant. Und wir wollen natürlich nichts Riskantes machen. Wobei man wiederum sagen kann, auf Bronze kann man ein bisschen riskant spielen, aber wir wollen kein Risiko eingehen. Okay, Deckung geben. Zack, den haben wir auch erwischt. Wo geistert eigentlich unser drittes Mitglied rum? Ach, da hinten. Kommt schon an. Einer tanzt ja immer aus der Reihe, bekanntlicherweise. Einer tanzt immer aus der Reihe. Na gut, ich tanze auch mit meinen Nahkampfangriffen aus der Reihe. Deckung ist... Verdammt, durch die Deckung kann ich nicht durchschießen. Aber durch diese Deckung. Biotik. Biotik OP, better nerf. Dritte Welle schon? Wir sind schnell. Wir sind ausgesprochen schnell. In Welle 4 sogar schon. Hm. Finde ich gut. Kann ruhig bei diesem Tempo bleiben. Halbe Stunde oder 20 Minuten habe ich noch circa. Ich hoffe mal dann, dass ich die Verzögerung von Kabel Deutschland noch ein bisschen hinziehen. Es ist nicht sofort instant. Aber dass ich da nicht instant eine schlechte Verbindung habe. Sondern dass ich das dann auch ein bisschen hinziehe, dass ich vielleicht nur Teils und ein paar Lecks drin habe, dann würde ich auch noch weiterspielen. Das ist auch kein Problem. Nur wenn ich wie bei Counter-Strike, wenn ich mal ab und zu mal Counter-Strike spiele, dann ist das so, dann springt mein Ping alle 10 Sekunden auf 600 Millisekunden hoch und dann kann man nicht mehr vernünftig spielen. Das ist ziemlich nervig. Gerade für Shooter. Nein, fällt er runter. Los, fällt er runter. Fall runter. Fall runter. Wir haben ihn runtergeschubst. Das finde ich immer so genial. Das geht so wunderbar mit Kollektoren. Wenn Kollektoren gerade von irgendeiner Tiefe hochgeflogen kommen mit ihren Flügeln, dann drückt man den einfach einen Betäubungsschuss rein und dann fliegen die runter und sterben. Nein, natürlich haben sie dann keine Flügel mehr. Oh, ein Rolling. Ja, stopp. Fünf Wellen überlebt. Hooray! Yeah! Wir sind gut. Für Bronze. Oh, Datenrouter. Also nochmal schön hacken. Nein, kein. Oh, ich hasse Verwüster. Verwüster sind die schlimmsten Gegner, nicht nur im Multiplayer. In meinen Augen. Ah! Ruf mir doch nicht weg. Nein, nicht fressen. Böse. Böse. Nicht deinen Kameraden fressen. Ganz, ganz böse. Machst du das schon? Gut, du machst das. Wunderbar. Hat aber noch einen Schwärmer. Den habe ich nicht gesehen. Eine Granate kann ich noch aufsammeln. Eine Granate? Ja, eine Granate. So, als nächstes wird dann angesetzt, ich muss irgendwie mit Überlast 100 Schilde deaktivieren. Das ist noch eins der wenigen Archivmits, die mir fehlen. So, Kumpel, ja, ich übernehme schon. Kann's weiter killen. Ich mach das schon. Das sieht so ein bisschen aus wie von Cerberus, oder? Das ist doch eine Cerberus-Panzerung. Ein Feind! Von diesen indoktrinierten Schweinen. keiner von uns auf. Der Typ hier gerade mehr oder weniger extra vor dem Signalverstärker weggelaufen. Das macht natürlich auch sehr zielorientiertes Gameplay aus. Man läuft vor dem Ziel weg, anstatt auf dem Ziel zuzulaufen. Und hier ist noch nicht mein Feind. Ach ne, es ist ein Dragoner. Der hatte die Peitschen. Da peitscht alle Feinde aus. Bis sie nicht mehr können und aufgeben. Huch. Gut, ich bin auch gerade vom Ziel weggelaufen. So.
So spielt man im Team. Einer erledigt das und die anderen covern. Und lassen die Feinde gar nicht erst an ihn ankommen. So muss gespielt werden. Oh, da lohnt sich eine Granate. Ach, nur 3 von den 5 erwischt. Schade, schade. Aber es hat sich gelohnt. Auf jeden Fall. Ein Feind. Ach, es war mal einer. Feind ist erledigt. Volo sind schon toll. Die haben es drauf. Und die können wir voll umkicken und dann kullern die so rum. Weil die so einen kugelförmigen Aufbau haben. Das gefällt mir. Nicht, dass ich jemals das machen würde, aber die Überlegung ist schon lustig. Oh. Und da flog gerade durch den Bug. Huch, ich hatte nur noch einen Schuss. Ich habe gar keinen Raketenwerfer von der Kiste dazu gekriegt. Das ist natürlich ärgerlich. Dann habe ich den Schuss gerade verschwendet. Egal. Man lebt nur einmal. Nicht in Spielen. Und noch ein Verwüster und lauter Schwärmer. Gut, gut, gut. Was haben wir hier? Noch so einen hässlichen Verwüster. Rachni. Ha! Vor 2 Stunden ist mir das Wort in den Viechern nicht mehr eingefallen. Die heißen Rachni. Genau. Ja. Manchmal bin ich schon verpeilt. Dass mir Rachni nicht einfällt. Ich hasse die Rachni-Verwüster. Sind einfach nur schlimm, sind die. Na, wo kommt die Banshee? Banshee, 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 Banshee. Da sind ein paar Kannibalen. Zack, kein Problem, die Kannibalen. Alle mit einer Granate. Oh, guck mal, wieder neue Granaten einsammeln. Die Banshee lebt noch. Ja, sie lebt noch. Ne, jetzt ist sie tot. Perfektes Timing. Ne? Wer schießt da auf mich? Wer wagt es mich, den Heiligen aller Heiligen zu töten, anzugreifen? Töten. Ich schaffe es doch nicht mit mich zu töten. Niemals. Ihr im Leben. Das weiß ich zu verhindern. Welle 8. 10. Ach. Ich vergesse die Zeit. Um mich herum. Banshee. Au, au, genau aus diesem Grund. Wegen diesen verdammten Schüssen hasse ich die Verwüster so sehr. Ah, das ist die Banshee. Vielleicht sollten wir uns aber erstmal um das nächste Ziel kümmern. Granate, Granate! Wunderschön. Ach, hinter uns war das nächste schon. Perfekt. Ah, und kein Feind weit und breit. Da kann man sich mal kratzen. Mal ein bisschen leisurer spielen. Füße. Nix da. Ich treffe ihn nicht. Granate. Friss die Granate. Wunderschön. Aber ich habe den Verwüster selbst habe ich nicht erwischt. Ich glaube, ich habe nur die Schwärmer gerade mit der Granate gekillt. Nein, böse. Ihr dürft das nicht. Das ist nicht erlaubt. Kannibalismus ist nicht schön, ja? So. Oh Gott. Oh, oh Gott. Oh Gott. Ich habe keine Granaten mehr. Hilfe. 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 Das sind so ein paar Gegner. Nachladen. Betäubungsschuss. Der Betäubungsschuss vom Soldaten ist einfach sowas von OP. Der rotzt die Gegner nur so weg. Genauso wie die Granaten. Allerdings ist der Blutsturm? Blutdurst? Oder wie die Attacke vom Söldner heißt, die ist auch richtig geil. Im Multiplayer. Die haut richtig Schaden aus. Oder war das vom Wurzler-Soldat? Ich weiß es nicht. Irgendjemand, der die Blutsturmfertigkeit hat. Die ist so. Da macht Spaß mit zu spielen. Das kann man sagen. Ach, nur noch ein Feind. Ich dachte, wir sind jetzt schon bei der letzten Welle. Lora 7. Ah, schön. 2 weitere % eingesackt gleich. Es geht überhaupt nicht schleichend voran. Ganz und gar nicht. Wo kommt die Banshee? Banshee startet oben.
Vielleicht können wir jetzt mal ein bisschen in den Rücken fallen. Los, kletter die Leiter hoch. Kletter so hoch. Ein bisschen Taktik machen. Wir fallen den Gegnern jetzt einfach mit den Rücken. Oder wir flankieren sie einfach mal. Oder es sind auch einfach mal gar keine Feinde da. Das passiert mir auch immer mal wieder. Dass ich ganz vergesse, dass ich gar nicht im Krieg bin. Dass es gar keine Feinde gibt. Ne? Stell dir mal vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Ne? Oh. Steht da einfach hinter mir hier. Das kann ich auch nicht gut heißen. Explosionen! Und sie laufen vor mir weg. Die laufen vor mir weg. Regelrecht. So, können wir hier vielleicht ein bisschen campen? Nee, können wir nicht. Da kommen keine Feinde. Ach, schade. Aber da, oh da, die Granate, die, wey. Die hat sich gelohnt. Taktisches Granaten einsetzen ist das A und O. Und natürlich Betäubungsschuss spam. Ach, der hat uns schon die Arbeit abgenommen, das hat sich nicht gelohnt da. Egal, egal, egal. Captures! Headshot. An die Granate an den Kopf geworfen. Ja, ich werfe nicht mit Steinen. Ich mache so eine Limo härter, ich werfe mit Granaten. Und einige Leute beschweren sich darüber, dass man mit Steinen wirft. Pff. Anfänger. Oh, da ist noch ein Feind. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Win! Ray! Wunderschön. Bis jetzt hat man nur Wins, ne? Bis jetzt haben wir kein einziges Mal verloren. Selbst als die Chancen nicht so gut standen, haben wir trotzdem noch gewonnen. Wunderschön. Wunderschön, sag ich da nur. Und 229.000 EP. Eieieiei. Hab schon wieder nicht geguckt, wie viel Galaxieeroberung wir gekriegt haben. 6 Punkte können wir verteilen. Erstmal eine Betäubungsschuss. 10 Sekunden lang Schaden gegen organische Wesen und 200%. Kraft um 50%. Das ist immer so eine schwere Entscheidung. Will ich mehr Schaden machen? Ja, wir machen einfach mehr Schaden damit. Scheiß auf das Umwerfen. Solange wir sie nochmal kurz staggern, um sie uns zu unterbrechen, geht das voll in Ordnung. Jetzt sind wir nur noch zu zweit. Komm schon. Zwei, ja gut. Wir können zu zweit hier gerne starten. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Locker. Denn wir sind die Pro-Gambler. Und es ist die Map. Ich mag die Map nicht. Sage ich jetzt schon mal wieder voraus. Ich mag die Map nicht. Die ist mir einfach so unsympathisch. Und die Gegner spawnen natürlich genau am Ende. Nee. Hier. Ah, gut. Dann können wir gleich mal Spawncamp machen. Oder auch nicht. Ich hätte die eben gerade alle schön mit einer Granate killen können. Aber sie musste sich... So viel zum Thema, dass Granaten mich nicht töten können. Ich spiele total gut und total vorsichtig und ich benutze Deckung sowieso immer total gerne und laufe auch immer brav vor Granaten weg. Das ist selbstverständlich. Das ist ein sehr guter Spielstil, den man sich auch immer angewöhnen sollte. Ah, jetzt sind sie noch da hinten. Oh, ich treffe mit diesem verdammten Gewehr nicht. Ich treffe mit diesem Gewehr einfach nichts. Verdammter Burst Mode. Aber bald, bald haben wir die 140.000 Punkte zusammen. So viel zum Thema, ich treffe nicht. 6 Schüsse daneben geballert. Ich bin gut. Ich bin wirklich gut. Da kommen sie. Sie kommen. Von hinten. Zu Hüf, zu Hüf. Ich werde unterdrückt. Oh yeah. Wunderschön. So. Bam. Und bam. Wenn es immer so glatt laufen würde. Bei allen Gegnertypen. Dann wäre es ziemlich langweilig, glaube ich. Ist noch einer dazugekommen. Jetzt sind wir wieder zu dritt.
Man ist nie alleine. Das habe ich ganz anders in Erinnerung. Mein Zika-Schwarm töten. Und ich schenke. Und da fällt mir jetzt mal die Flasche um. Zisch. Nein, ich schenke mir keine Cola ein. Gerade schenke ich mir keine Cola ein. Ach, schön. Da gehen wir nochmal was trinken. Und saut hier wieder alles ein. Ein Glück, dass es Zero Cola oder Zucker ist. Da klebt es wenigstens nicht. So, zack. Wen haben wir denn hier? Das ist einmal ein Turianer und einmal ein Kazumi-Verschnitt und ein Menschen-Infiltrator. Oder Experte. So, durch die Wand abgeschossen, weil ich es kann. Empfehle Energie durch Hinzufügen von Universalwerkzeug. No. Okay, da kann ich immer noch nicht durchschießen. Im Singleplayer ist das mittlerweile schon so geil, dass ich durch diese Wände einfach, dass ich durch so 1 Meter dicke Wände durchschießen kann. Das ist, das macht Spaß. Ja, das ist cool. Das hat Style. So. Genau hinter uns steht erstmal einer und ich verpeile den voll. Ja. Hinter uns stehen hier eine Menge und ich verpeile das erstmal voll. So, nachladen. Den erwische ich doch. Solche. Und das war sogar ein Kopfschuss. Hey, es wird immer besser. Immer besser. Immer Stück für Stück. Jetzt stirbt schon da hinten. Oh nein, jetzt habe ich mein Schild blockiert von dem Zika-Schwarm. Das ist immer wieder sehr schön. Wow, ich habe an dem wirklich viel Schaden gemacht. Oder was der? An dem habe ich gar keinen Schaden gemacht. Dann. So, ein Kamerad wird aber hier so an dem einen Kollektoren vorbei. Warum denn auch nicht? Ich meine, hey, sind ja nur Feinde. Was soll's? Okay. Dann eben nicht. Dann töte ich sie eben ganz alleine. Ihr lasst mich doch sowieso immer alleine. Immer diese neuen Teammitglieder. Die muss man erstmal alle einschulen, wie es zu spielen gilt. Ich wünschte, ich hätte mein Spiel noch von vor 2 Runden. Ach, dieses Team war einfach wunderschön. Aber diese neuen, ne? Diese neuen. Diese neue Generation von Spielern. Könnte ich mal einen Spagat, genauso wie diesen Kollektoren. Ne? Ich denke, ich dachte eben gerade, das wären 2 Verwüster. Ich bilde mir schon Sachen ein. Hey, versteckt euch nicht. Das ist unfair. Yeah, Bestnoten. Moment, wovon redest du? Wir wollen verdammt nochmal die Galaxie vor den Reapern retten. Was für Noten gibst du uns hier? Na, hinter mir oder vor mir? Hinter mir oder vor mir? Hinter mir. Sollte kein Problem sein. Oh. Oh, oh. Au, au. Hust. Das ist mir gerade nicht passiert. Nein. Ich habe nicht im Nahkampf gegen den Verwüster verloren. Beziehungsweise ich wurde nicht von der Granate eines Schützens getötet. So. Feuerstellung Bronzewelle. Noch 25 Siege und wir haben hier 100 Siege. So viele Runden habe ich noch gar nicht gespielt, wie ich dachte. Ach, aufstoßen. Und eliminieren. Und natürlich ist es ein Ableger. Natürlich ist es ein Ableger. Ableger sind ja auch so toll. Na, 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 ich verstecke mich, bis mein Schild wieder da ist. Und dann von einem anderen zum Ende laufen. Deswegen mag ich diese Map nicht. Die ist so verdammt groß, so lang. So. Oh, keine Granaten mehr. Gut. Einfach so drauf schießen. Autsch.
Aber immerhin habe ich hier zwei freundliche Teammitglieder. Nachladen. Ach ja, die müssen mich echt für Noob halten, dass ich jetzt schon zweimal gestorben bin. Auf diesem Schwierigkeitsgrad. Ich bin voll der Noob. Aber ich kümmere mich immer nur ums Objektiv. Ich kümmere mich darum, dass wir die ganzen Gegner schön töten. Scheiße! Ich hing irgendwie in der Reling da fest. Ich konnte mich nicht mehr wegrollen. Er ist die ganze Zeit da hinten nach hinten gegengerollt. Nein, mal gestorben. Ich bin echt schlecht. Ich sterbe hier die ganze Zeit! Rollen, 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 in Sicherheit rollen! Nicht an die Wand packen, in Sicherheit rollen. Oh, danke. Oh Gott, bin ich gerade schlecht. Ich bin gerade richtig schlecht. Und so richtig schlecht. Ich mag diese Explosion immer noch. So, den betäuben wir erstmal. Dann Kopfschuss. Ach ja, ist das schön. Na, von wo kommen sie jetzt? Wieder ein bisschen warten. Ja, ich warte. Ja, ich warte. Ja, ich warte. Ja, ich warte. Von da. Und da kommt auch schon der erste... Oh, ich habe keinen Raketenwerfer. Preto. Ich sollte mich zurückziehen. Ja, ich sollte mich zurückziehen. Ja, ich glaube, das wäre das Klügste. Oder? Schaffe ich es zum... Nee, ich sollte mich zurückziehen. Das wäre eine kluge Idee. Sagen wir es mal so. Aber gegen Prätorianer habe ich so keine ganz so große Chance. Prätorianer. Friss die Granate. Friss diese Granate. Friss diese Granate. Friss diese Granate. Verpiss dich. Geh weg. Geh einfach weg. Geh einkaufen. Geh. Was weiß ich. Putz dir die Füße. Aber geh weg. Geh, aber geh mit Gott. Nee, geh. Geh mit Gott, aber geh. So rum. So war das gemeint, sorry. Ich habe den Spruch gerade durcheinander gemacht. Keine Granaten für mich. Nur zwei Stück. Das ist mir zu wenig. Aye, Sir, aye. 19 Uhr. Gut, noch läuft alles super. Ich habe keine Upload-Einbrüche. Es könnte noch gut werden. Es könnte noch kloppen, dass wir es hier heute schaffen. Nein, ich will... Oh, warum sterbe ich denn? Oh, oh. Nein. Alter, komm schon. So viel Pech kann ich doch auch gerade nicht haben. Oder so skilllos kann ich auch nicht sein. Es kann nur mit Pech in Verbindung stehen. So, du frisst erstmal zwei Granaten. Okay, dann versuche ich den da hinten mal zu unterstützen, indem ich da auch nochmal ein paar Granaten reinschmeiße. Gut, ich sehe gerade, ich bin nicht der Einzige, der die ganze Zeit dauer stirbt. Mindestens einer die ganze Zeit mit mir. Das ist schon mal eine kleine Genugtuung, will ich es nicht unbedingt nennen. Das ist schon mal gut. Das ist einfach gut. Oh, ein Prätorianer. Oh, wow. Das ist ja so toll. Ich mag die Dinger ja so sehr. Und schon wieder kriege ich kein Schild. Doch, ich kriege eine Schildaufladung, weil die... Hä? Was blockieren denn die Seeker? Ich werde aber nicht, die Seeker blockieren die Schildaufladung. So, damit haben wir den Prätorianer auch erledigt. Hä? Können wir gleich in Velizien wechseln. So muss das laufen. So muss das laufen. Gut, dann kümmere ich mich schon mal drum. Das Indoktrinationsgerät. Das erste von vier.
Und hoffentlich beschaffen wir dann die Welle relativ schnell. Ich hoffe es einfach mal. So, das nächste ist da oben. War ja klar, wieder einmal über die komplette Map laufen. Ich könnte bitten, das dritte ist dann wieder hier hinten, dass wir nochmal zurücklaufen können. Wow! Wow, Koloss. Nee, Quatsch, das ist kein Koloss, das ist ein Ableger. Und plötzlich steht ein Prätorianer hinter mir. Also das finde ich... finde ich leicht gemein. Aber bevor mich der Prätorianer tötet, benutze ich einmal Medici. Au, 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 au. Oh Gott, oh Gott. Ich habe kein Medigel mehr. Wir haben verkackt. Na super. Nein, böser, böse, 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 böser Prätorianer, ganz böse. Ganz böser Prätorianer. Geh bitte, bitte geh. Nein, 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 nicht treten, nicht treten. Nein, nein. Oh. Er hat uns getreten. Er hat uns tatsächlich getreten. Die Saudi. Jetzt kann ich mir wenigstens mal wieder was zu trinken einschenken. Ja, das ist ja Wasser. Ich will kein Wasser. Falsche Flasche. Die Flasche hier will ich. Ach, schon besser. Unser Team hat verkackt. Es hat verkackt. Bei Welle 10. Das ist mir seit 10, 20 Runden nicht passiert. Das muss eindeutig am Team liegen. Das kann ich am Ende. Nein, überhaupt nicht. Nein, gar nicht. Liegt nicht daran, dass ich ein Kackgewehr benutze, welches ich unbedingt skillen möchte. Naja, vielleicht liegt's ein bisschen am Team. Aber nicht komplett. Vielleicht ein bisschen. Verdammtes Team! Egal, bereit für die nächste Runde. Vielleicht kriegen wir dann einen einfachen Feind. Ich finde Cerberus wesentlich einfacher als Kollektoren. Gerade weil da nicht andauernd diese scheiß Ableger sind. Die ich auch total mag und so. So, jetzt muss der nur noch Bescheid geben. Und dann kann es auch schon wieder losgehen. 100% brauchen wir. Bei 95 ungefähr sind wir jetzt oder 97. Ich weiß nicht, ob ich mal nach dieser Runde kurz gucken sollte, wie viel Prozent wir haben. Ich vergesse auch immer zu gucken, wie viel wir pro Runde kriegen von der Galaxiebereitschaft. Ich vergesse es auch immer wieder aufs Neue. Naja. Wahrscheinlich mache ich mehr Runden, als ich brauche. Aber na gut. Wir gucken gleich einfach mal. Nach dieser Runde gehe ich mal aus der Lobby raus und gucke. Und ich hoffe einfach mal, dass ich so bei 95-97% bin. Oh ja. Bei der Map kann man wirklich wunderbar spawn campen. Wir gehen einfach in die Mitte. Und wenn keiner von meinen Teammitgliedern hier vorne bleibt, ist es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass da und da Gegner spawnen. Sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Na, sag ich ja. Nur einen mit der Splittergranate erwischt. Und immerhin haben wir mal einen etwas einfacheren Feind gekriegt. Cerberus ist wesentlich einfacher, finde ich. Uah, im Sprung! Welle komplett. Ohne zu sterben. Hey, immerhin, ne? Und eigentlich halte ich mich auch in dieser Map immer hier in der Mitte auf. Also die London-Map ist echt geil. Also diese Map hier gefällt mir richtig gut. Da steht doch noch einer oder zwei um die Ecke. So, dann kann ich wieder ein paar Granaten einsammeln. Und das Ganze immer und immer wiederholen. So, dann töten wir den da, schießen dann sozusagen erstmal den Rücken. So, schießen den ab. Das waren alle. So, wieder auf Bereitschaft gehen. Das ist jetzt natürlich eher kontraproduktiv, wenn da welche spawnen, aber hey.
Nemesis! Irgendwo ist laut hier Nemesis. Irgendwo, da ist er. Ne, das ist ein Centurio. Ich hatte eben gerade einen Nemesis. Ja, ich bin Meister im Granatenwerfen. So. Friss die Granate! Psst. Nope. Da ist der Nemesis, der mich vorhin abgeschossen hat. Und schon. Ich werfe dann nochmal eine Granate hin. Genau. Und nochmal schön Betäubungsschuss und dann stirbt er auch. Jetzt könnte der mich downhauen. Ich liebe den Betäubungsschuss, dass man damit so genial um Ecken schießen kann. Das ist so genial, das macht so einen Fun. Ja. Ich geh jetzt. Ich habe auch keine Granaten mehr. Gehst du raus? Gut, gehst du raus da. Gut, dass er rausgegangen ist. Ich habe zwar gesagt, man sollte als erstes immer den Feinden, dem Freund helfen. Aber dann wäre hier auch nur noch einer beim Hacken gewesen. Und das wäre natürlich auch nicht so optimal. Man muss sich halt absprechen. So ein bisschen absprechen. Ist nie verkehrt, sagen wir es mal so. So, damit ist der auch down. Kann ich wieder in die Mitte laufen und gucken, von wo jetzt die Feinde kommen. Da oben mal einer. Gut, dann warte ich mal die nächste Welle ab. Mach schon mal so ungefähr das Fadenkreuz auf die richtige Stelle und werf dann eine Granate. Na, komm ich hier von da? Nö. 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 Diesmal kamen sie nicht von da. Bams. So, dann killen wir den immer mal schnell. Erstmal schön gegen Schild und dann ping, ping, ping. Puff, tot. Wer schießt denn da auf mich? Hier ist doch nirgendwo einer. Ja. Der ist weg. Der ist auch weg. Jetzt hole ich wieder ein paar Granaten. Freund immer noch aktiv, oder? Hör gut zu. Du kannst dir viel lernen. Da kommen sie schon. Oh, die sind schon ziemlich weit vorgelaufen. Natürlich schmeiße ich jetzt auch alle meine Granaten hin. So macht man das nämlich auf diesem Level. Spawn Camping. So nennt man das. Für Fortgeschrittene. Das war eine gute Welle. Durchaus, durchaus. Hm? Wenn es immer so funktionieren würde. Unseren Informationen nach wurde wichtiges feindliches Personal in dem Gebiet. Finden Sie diese Ziele und schalten. Wichtiges feindliches Personal. Das aber genauso aussieht wie der Rest des Personals. Das kann ja nicht dann ganz so wichtig sein. Bam, im Flug habe ich ihn noch abgeschossen. Duckhand, sage ich da nur. Duckhand. Duckhand ist das. Nein, ich wollte keine. Ich wollte eigentlich einen Betäubungsschuss machen. Schieß dir ins Knie! So, okay. Das ist das wichtige, peinliche Personal. Kill bestätigt. Dann ist hier noch einer. Ich habe schon wieder keine Granaten mehr. Ich bin echt ein Meister daran, meine Granaten zu verschwenden. Unglaublich. Ja, das ist echt unglaublich. So. Jetzt heißt es nur, die restlichen Truppen eliminieren und erniedrigen.
Weil es Cerberus-Soldaten sind. So, Granaten einsammeln wäre auch nicht schlecht, noch bevor die Runde zu Ende ist. 4 Granaten, okay. Lebe ich, kann ich mitleben. Ja, ist ganz gut. Na, kommt da jetzt wieder welche? Nee. Sie kommen wieder von der anderen Seite. Verdammt. Und diesmal auch ein schöner Atlas. Dem ich elegant wie ein Schwan ausgewichen bin. Total elegant. Ich will einfach an seinen Schüssen stehen. Aber jetzt schaffen wir ihn. So, damit ist der auch erstmal eliminiert. Bis er dann explodiert. So, Granaten auch nachgefüllt. Und du bist auch gleich am Boden. Siehst du? Ich kann es voraussehen. Ich bin Prophet. Oder Wahrsager. Ja, Bestnoten. 1 plus plus mit Sternchen. Geh da vorne weg. Ich will, dass sie da hinten spawnen. Na? Na? Okay, dann spawnen sie da eben auch nicht. Dann spawnen sie eben wieder hier. Boah, nur weil ich hier da einmal komplett gespawncampt habe. So, damit ist das Phantom erstmal weg. Ach, jetzt kommen sie doch von hier, oder was? Jetzt ganz plötzlich kommen sie doch von hier. Ah, ja, das sind die Richtigen. Das sind mir die Richtigen. Ja, sowas von die Richtigen. Ja. Trotzdem kriegen sie einen Schuss in den Rücken. Pff. 5 Wellen überlebt. Okay. Super. Super. Super, super. Jetzt war ich nicht richtig in Stellung. Da hinten die Granaten hinzupfeffern. Aber immerhin habe ich die Truppen ein bisschen dezimiert damit durch. Ja, wir haben das Argus-Gewehr fertig. Das heißt, ich kann nicht wieder das Gewehr wechseln. Sturmgewehr-Meisterschaft 5 von 9. Ja, wunderschön. Ja, das ist. Das wünscht man sich auch öfters. So, wieder neue Granaten. Granaten sind immer gut. So. Und der ignoriert das Geschütz da einfach, was da steht. Aber nicht mit mir. Ich ignoriere das Geschütz nicht. Ich ignoriere auch nicht dieses Geschütz. Weil die Geschütze sind tödlich, wie wir schon ein, zwei Mal gesehen haben. Es können sehr arg ins Auge gehen. Oder auf die Nase. Okay, diesmal kommt hier kein Feind. Jetzt kommt der Feind von da hinten, aber wo ist der nächste Transmitter? Ich bleib mal hier in der Umgebung, vielleicht spawnt er hier hinten. Oder in der Mitte. Natürlich, da sind die natürlich näher dran. Zwei Geschütze da hinten, ey. Ich glaube, es hackt. Nix, ey, ihr scheiß Techniker. Das lassen wir euch nicht durchgehen. So, ich verstecke mich natürlich hinter der besten Deckung, die es gibt. Das ist eine Bank und werde abgeschossen. Und weil ich es kann. Ich deaktivierte Kawami! Kawami! Go, Kawami! Oh, danke. Im Rollen hat er mich erwischt. Dankeschön, my friend, dear friend. Ich muss hier erstmal wieder in Deckung kommen. Und im Nahkampf habe ich das Phantom erstmal niedergeklöppelt. So, dann helfe ich dir hier erstmal. Du hast mir auch geholfen. Oder zumindest hast du versucht, mir zu helfen. Ich habe es immer noch geschafft, mich nach hinten wegzurollen.
Komm, wir scheitern jetzt aber nicht schon wieder in der letzten Runde, ja? So, komm schon, jetzt ist der Atlas aber dran. Ja, so muss das. So ist das geil. Der ignoriert mich einfach, der Kampftechniker. Ich glaub's ja nicht. Was für ein Arschloch. Der ignoriert mich einfach, ey. Nee, nicht mit mir. Der wird einfach an mir vorbeilaufen, ey. Unglaublich. Wie dreist, wie frech heutzutage diese Severus-Wissenschaftler und so sind. Ups. Mhm. Da sollte eigentlich einer stehen. Eigentlich. Naja. Passiert. Na, wo hast du dein Geschütz platziert? Solche Leute, ne? Dass hier einfach hier irgendwo so diese ganz tödlichen Geschütze hinstellen, das ist einfach unbegreiflich. Das könnt ihr doch nicht einfach machen. Da können Menschen mit verletzt werden. Warum denken nicht mal auch an das Wohl der anderen, ne? Granaten sind total toll. Hochgranaten, meine ich. Gegen Granaten habe ich sonst nichts. Außer im Singleplayer, weil da one-hitten die mich immer. Aber ansonsten sind Granaten voll Düfte. So, eigentlich, dass meine Granaten jetzt mehr Schildschaden. Nee. Die machen nicht mehr Schildschaden, die machen ja jetzt mehr Panzerungsschaden. Leck mich! Irgendjemand hat mich da gerade gekillt. So. Ganz allein gekillt, den Atlas. So muss das. 7 Granaten draufgepfeffert. Und ein bisschen draufgeballert. Dann stirbt er schon schnell. Der Medici verballert, aber das ist, kann mir auch relativ egal sein. Ich meine, hey, Medici. Ich habe davon ja nur 55 außerhalb des Mehrspielermodus, also. Auf Reserve. Und ich kann ja immer nur 2 Medici mitnehmen pro Kampf. Pro 10 Wellen. Ich habe tatsächlich die Wache da hinten getroffen. Ich hatte den Sturmschützen hier vorne. Ah! Merken, ich sollte ein Schild nicht messern. Regel Nummer 1, die ich eigentlich immer parat haben sollte. Eigentlich trifft es ziemlich gut. 23 Sekunden. Ja, wir helfen ihm. Nein! Geht alle zur Exfiltrationszone. 6 Sekunden noch. Komm schon. Ja. Oh, das war knapp. Das war knapp. Dass wir alles reingeschafft haben. Das war richtig knapp. Aber geil. Ja, es kommt wirklich aufs Team drauf an. Wie gut man spielt. Meine Güte. 3%. Da müssten wir eigentlich schon längst 100% erreicht haben. Theoretisch. Ich gehe jetzt einfach mal aus der Lobby raus und gucke. Ich bin jetzt einfach mal so dreist, dass ich rausgehe. Ja. Ja. 100%. Wir haben unser Ziel erreicht. Innerhalb von 4 Stunden. Also um 15.20 Uhr habe ich angefangen, jetzt haben wir es 19.20 Uhr, 4 Stunden, ja, wir haben gut durchgehalten, aber ich will natürlich nicht so viel Dauer auf die Folter spannen, wir geben jetzt natürlich noch unsere restlichen 43 Credits aus, 43.000, das heißt, wir können uns 2 von diesen hier kaufen, wo immerhin einigermaßen gute Items drin sind, Thermomagazine Cobra, ja, M92 Mantix Level 9, Schienenprojektil, M13 Raptor auf Stufe 3. Gut. Nicht so das Besondere, weil ich die Waffen eh schon hatte. Dann kaufen wir jetzt noch schnell hier. Das Veteranenpack nochmal. Überlebens-Raketenwerfer, M4 Shuriken, Präzisionsgewehr, Laufverlängerung, Waffenupgrade Mod plus 1, strukturelle Ergonomie, Ausrüstungsgegenstandsbonus, verbessert die Fähigkeit der Panzerung, Lasten zu tragen, verkürzt durch die Abklickzeit, sodass wir Kräfte häufiger eingesetzt werden können, Aufladetempo der Kräfte 5%. Ja, mehr können wir uns schon nicht mehr kaufen. Leider.
Okay, ich hätte eigentlich immer mehr aufs Arsenal-Pack speichern sollen, saven sollen, aber meine Güte, was soll's? Gut, wir haben die 100% erreicht. Deswegen würde ich sagen, Ziel für heute erreicht. Jetzt kann ich endlich das Spiel komplett end zu Ende spielen. Danke fürs Einschalten. Vielleicht streame ich irgendwann mal wieder so der Multiplayer. Jetzt bin ich erstmal fertig. Tschüssi.